Willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie über den neuesten Bericht von Swissquote bezüglich den COP28 und was die Schweiz für das Klima und gegen die globale Erwärmung machen kann. Und zu guter Letzt zeigen wir Ihnen die Neugründungen vom 27.11.2023. COP28, die Schweiz muss fürs Klima vorwärts machen. Die Schweiz muss sich an der COP28 in Dubai ehrgeizige Ziele setzen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe vor 2040 und eine höhere Klimafinanzierung als bisher. Swissquote fordert zudem eine rasche Umsetzung des Fonds für Verluste und Schäden zugunsten der Länder im Süden. Den ganzen Bericht von Swissquote finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Am 27.11.2023 wurden 207 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 42 Firmen in der Region Zürich, 20 Firmen in der Region Waadt und 20 Firmen in der Region Bern. Sie finden uns auf YouTube unter HelpTV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter Handelsregister TV.